Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gut 4 Jahre nach der deutschen Einheit ist der marktwirtschaftliche Umbau im Osten praktisch abgeschlossen. Damit hat sich auch der Auftrag der Berliner Treuhandanstalt erledigt. Sie hört mit dem Jahresende auf zu existieren. Heute legte Treuhandpräsidentin Breuel den Abschlussbericht vor. Die größte Industrieholding der Welt, die 1990 noch von der ersten frei gewählten Volkskammer ins Leben gerufen worden war, hat seitdem die meisten ehemaligen DDR-Firmen privatisiert. 3.700 mussten schließen. Für sie sah die Treuhand keine Chance in der Marktwirtschaft. Von den ursprünglich 4 Millionen Arbeitsplätzen blieben 1,5 Millionen erhalten. Das war's. Eigenhändig schraubte Treuhandpräsidentin Birgit Breuel das Türschild ab. Nach 4,5 Jahren hat die weltgrößte Industrieholding ihren Auftrag erfüllt. 14.000 ehemalige DDR-Betriebe hat die Treuhand verkauft oder abgewickelt. Nur noch 60 sind übrig. Das war der Auftrag, die meist nicht konkurrenzfähigen Staatsbetriebe in die Marktwirtschaft zu überführen. Nach dem Rezept der Treuhand wurde schnell privatisiert, nur jeder dritte Arbeitsplatz konnte erhalten werden. Auch Betrüger und schwarze Schafe in den eigenen Reihen machten ihr zu schaffen. Die Treuhand wurde das Ziel des Protestes vieler, die sehr viel schneller die blühenden Landschaften erwartet hatten. Verkaufserfolge zum Beispiel bei Werften Chemie und Stahl waren oft nur mit hohen Subventionen möglich. Das Gesamtminus, 260 Milliarden, ist nach Meinung von Birgit Breuel aber nicht zu groß. Ich möchte nur versuchen, mal eine Relation herzustellen und Sie bitten, mal sich anzuschauen, was denn für den Strukturwandel einzelner Branchen über 40 Jahre in den alten Bundesländern aus öffentlichen Kassen geflossen ist. Das waren wesentlich höhere Beträge. Obwohl hier eine ganze Volkswirtschaft sozusagen transformiert werden musste. Und die Menschen hatten 40 Jahre Zeit, den Strukturwandel zu verkraften. Hier ist das im Wesentlichen in 4,5 Jahren abgeschlossen worden. Und deswegen hat die Treuhand sich selber auch oft darauf hingewiesen, dass die Ostdeutschen eigentlich die Helden der Wiedervereinigung sind. Es sind Fehler gemacht worden, gab die Treuhandspitze heute zu, verwies aber auf die hektische Anfangszeit. Weltweit habe es kein Vorbild gegeben. Gab es denn eine Alternative zur schnellen und harten Privatisierung? Die Treuhand sagt nein, denn ausgedehnte Sanierungen hätten noch sehr viel mehr Geld gekostet. In der Tat, der längere Weg zur Marktwirtschaft ist nicht unbedingt der bessere. Das zeigt ein Blick auf die osteuropäischen Reformländer. Abschied von den Mitarbeitern. Die meisten gehen zu den Nachfolgegesellschaften der Treuhand und sollen dort vor allem sicherstellen, dass die Investoren die Zusagen für Arbeitsplätze und Investitionen auch einhalten. In die Diskussion über den Umgang mit der SED-Zeit hat sich erneut Bundespräsident Herzog eingeschaltet. Im Deutschlandradio Berlin sprach er sich heute dafür aus, offenkundige Menschenrechtsverletzungen vorrangig aufzugreifen und abzuurteilen. Mit dem, wie er sagte, unter den Teppich kehren von historischen Fakten tue man sich keinen Gefallen. Sehr wichtig sei aber auch, dass die Deutschen über ihre unterschiedlichen Erfahrungen redeten. Die ehemaligen DDR-Bürger, so Herzog, überlegten gründlicher. So gesehen könnten auch die Westdeutschen eine Menge von den Menschen im Osten lernen. Die Europäische Union hat an Moskau appelliert, den Konflikt mit der abtrünnigen Republik Tschetschenien auf friedlichem Wege zu lösen. Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Griechenlands wurden auf ihren Wunsch hin heute im russischen Außenministerium empfangen. Sie erklärten, dass alle Möglichkeiten für eine politische Lösung ausgeschöpft werden müssten. Zugleich betonten sie noch einmal, dass die EU Tschetschenien als Teil der Russischen Föderation betrachte. Unterdessen gingen die Kämpfe um Grosny weiter. Droht durch die von russischen Fliegerbomben und Raketen in Brand geschossene Ölraffinerie und die Explosion von Treibstofflagern in Grosny eine riesige Umweltkatastrophe? Die Tschetschenen sagen ja, die Russen nein. Sicher ist, dass die Lage der Zivilbevölkerung in Grosny immer schwieriger wird. Zwischen Granaten und Bombentrichtern versuchen sie, sich Wasser zu besorgen. Die Zahl der Opfer überblickt niemand oder niemand sagt es, aus taktischen Gründen. Sicher ist heute aber auch, dass die tschetschenischen Kämpfer und ihre Beweglichkeit und damit auch ihre Gefährlichkeit von der russischen Armee weit unterschätzt wurden. Verteidigungsminister Gratschow aber ist wild entschlossen, zuzuschlagen. Jeder Schuss auf uns wird mit 1000 Schüssen beantwortet. Und es ist mir völlig egal, ob diese Friedensdemonstranten mich Mörder nennen, sagt er gestern am späten Abend im russischen Hauptquartier.
Ich bin überzeugt, meinte der Vorsitzende einer wichtigen russischen Reformpartei, Jawlinski, heute Nachmittag, dass dieser Krieg den demokratischen Reformprozess auf lange Zeit zerstört. Er zerstört die Einheit der Armee und wird den Zerfall des Landes sogar noch weiter vorantreiben. Immer wieder gibt es heute Abend Gerüchte, dass der tschetschenische Präsident Dudajew der russischen Armeeführung für die Neujahrsfeiertage einen Waffenstillstand angeboten habe. Doch ein Sprecher des russischen Präsidenten hat dies vorhin als unrealistisch abgelehnt. Das aber bedeutet, der blutige Krieg im Kaukasus geht weiter. Bei den Verhandlungen um eine umfassende Waffenruhe für Bosnien-Herzegowina zeichnet sich eine Einigung ab. Die bosnischen Serben wollen die Vereinbarung nach Angaben ihres Pressedienstes morgen in Pale unterzeichnen. Der geplante Waffenstillstand soll von Januar an gelten und zunächst 4 Monate dauern. Nordkorea hat heute den amerikanischen Piloten Bobby Hall aus der Gefangenschaft entlassen. Er wurde im Waffenstillstandsort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze US-Militärs übergeben. Grenzübergang Panmunjom. Blass und abgespannt wirkte Bobby Hall, als er heute Mittag von den Nordkoreanern freigelassen und von seinen amerikanischen Kameraden wieder empfangen wurde. 13 Tage dauerte sein unfreiwilliger Abstecher in den kommunistischen Norden. 13 Tage, an denen das gerade entkrampfte Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea erneut schweren Belastungen ausgesetzt war. Die Militärs in Pyongyang wollten es dem amerikanischen Hubschrauberpiloten nicht glauben, dass er bloß vom Kurs abgekommen war, beschuldigten ihn der Spionage. Für Verwirrung sorgte dann sein schriftliches Geständnis, in dem er schrieb, dass sein krimineller Akt unverzeihlich sei. Um welchen Preis Bobby Hall freigelassen wurde, gaben die amerikanischen Unterhändler heute nicht bekannt. Der mühsam ausgehandelte Nuklearvertrag blieb jedenfalls unangetastet. Der Pilot wurde erst einmal zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Ich hatte gerade 2 schwere Tage in Pyongyang, sagte der Gesandte aus dem Außenministerium. Aber ich bin jetzt sehr erfreut, dass am Ende die nordkoreanische Regierung unsere menschlichen Bedenken berücksichtigt und uns Oberfeldwebel Hall zurückgegeben hat. Dies ist ein freudiger Tag für das amerikanische Volk, fügte Hubbard hinzu. Die Amerikaner betonen, dass es keinerlei weitere bilaterale Vereinbarungen mit dem Norden gegeben hat. Kurz nach der Freilassung Halls aber kamen erneute Drohgebärden aus Nordkorea gegen die Brüder im Süden. Sie würden weiterhin die Spannungen anheizen, hieß es heute, die Konfrontation und den Krieg suchen. China hat in diesem Jahr zum 3. Mal in Folge ein 2-stelliges Wirtschaftswachstum erzielt. Wie das Statistische Amt in Peking heute mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt 1994 real um fast 12%. Mit dem Boom sei allerdings auch eine Beschleunigung der Teuerung einhergegangen. Die Verbraucherpreise kletterten binnen Jahresfrist um gut 24%. Die mexikanische Regierung hat erste Konsequenzen aus der Währungskrise des Landes gezogen. Präsident Zedillo gab den Rücktritt von Finanzminister Serra Putsche bekannt und kündigte zugleich ein umfassendes wirtschaftliches Notprogramm an. Dazu gehörten unter anderem der Abbau des Leistungsbilanzdefizits und die Senkung der Inflation. Der Peso hatte in der vergangenen Woche, nicht zuletzt auch wegen der politischen Unruhen in Südmexiko, zeitweise fast 70% seines Wertes eingebüßt. Inzwischen erholte sich die Währung aber wieder. Der italienische Präsident Scalfaro hat die erste Runde seiner Sondierungsgespräche über eine Regierungsneubildung abgeschlossen. Bisher hat er noch niemanden für diese Aufgabe benannt. Neuwahlen für die nächste Zeit hat er aber auf einer Pressekonferenz heute ausgeschlossen. Der zurückgetretene, aber noch amtierende Ministerpräsident Berlusconi reagierte darauf mit dem wiederholten Vorschlag, doch neu zu wählen, und zwar am 26. März. Er bestehe nicht darauf, an der Spitze einer Übergangsregierung zu stehen. Zuerst gab sich der Staatspräsident noch ganz locker, doch gleich darauf wurde er sehr konkret. Eine Mehrheit der Parlamentarier in beiden Kammern, so Scalfaro in der Pressekonferenz, ist gegen umgehende Neuwahlen. Damit widersprach er deutlich der Forderung des vor 8 Tagen zurückgetretenen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der eben solche Wahlen in Kürze angestrebt hatte. Darüber hinaus möchte der italienische Staatspräsident, so wurde am Rande verlautet, eine überparteiliche Persönlichkeit mit der Führung der weiteren Amtsgeschäfte beauftragen. Auch dies wurde als klare Absage an Silvio Berlusconi gewertet.
Berlusconis weiterer politischer Absturz wird letztlich aber nur als logische politische Konsequenz des dramatischen Kursverlustes der italienischen Lira gegenüber der D-Mark während seiner Amtszeit gewertet. Durch entsprechende Darstellungen in den diversen Fernsehjahresrückblicken der vergangenen Tage bekam das Thema denn auch zusätzliche öffentlichkeitswirksame Brisanz. Die Aussage Scalfarons rangiert in ihrer Bedeutung wesentlich höher als nur in einer Zwischenbilanz. Und für den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Berlusconi bedeutet der heutige Tag ein politischer schwarzer Freitag. Nicht nur, dass er auch nicht mehr ansatzweise als Übergangskandidat einer vorläufigen Regierung gehandelt wird, nicht nur, dass auch die Reste seiner parlamentarischen Basis nun wegbröckeln. Berlusconi weiß natürlich sehr genau, dass eine neue parlamentarische Mehrheit alles daran setzen wird, ihn auf verfassungsrechtlichem Wege in seiner dominierenden Medienmacht zu stutzen. Und mit dem heutigen Tage wird es Berlusconi wohl bereut haben, jemals in die Politik gegangen zu sein. Die IG Metall will im kommenden Jahr kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen. Wie der Gewerkschaftsvorsitzende Zwickel heute in Frankfurt sagte, ist die Forderung nach 6% mehr Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Erholung gerechtfertigt. Zugleich forderte er die Metallarbeitgeber auf, bereits in der nächsten Tarifrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Auf den Straßen in Deutschland steigt die Zahl der Autos und mit ihr auch die Zahl der Verkehrssünder. Das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg meldet in seinem Jahresbericht 94 einen neuen Rekord von 51 Millionen amtlich registrierten Fahrzeugen. Das sind 1 Million mehr als vor einem Jahr. In der sogenannten Verkehrssünderkartei waren 1994 rund 5,8 Millionen Fälle festgehalten, ein Anstieg um 6,7%. Getilgt wurden im Laufe des Jahres 1,9 Millionen Namen. Die dazugehörenden Unterlagen wurden im Reißwolf des Flensburger Bundesamtes vernichtet. Die Korruptionsaffäre bei der Polizei zieht immer weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft in Kiel teilte heute mit, dass auch in Schleswig-Holstein gegen einen Beamten ermittelt wird. Damit stehen nun Polizisten und Verwaltungsbeamte in 6 Bundesländern unter dem Verdacht der Vorteilsnahme und Bestechlichkeit. Es geht um Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Polizeiausrüstung. In Nordrhein-Westfalen hat ein Beamter bereits zugegeben, von einer Firma fast 500.000 Mark erhalten zu haben. Die Sternsinger sind wieder ausgesandt. Mit einem Gottesdienst in der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart startete offiziell die 37. Sternsinger-Aktion für 1995. Das Motto diesmal: Kaya Kwanga, Heimat für alle, damit Kinder leben können. Ein Wort aus Mosambik. Dorthin werden die meisten der Spenden gehen, die mit etwa 500.000 Jungen und Mädchen als Sternsinger bis zum 6. Januar für diese weltweit größte Kinderhilfsaktion sammeln. Mosambik gilt als ärmstes Land der Erde mit der höchsten Kindersterblichkeit. In diesem Jahr kamen allein in Deutschland 42 Millionen Mark zusammen. Einen Doppelsieg für Österreich gab es beim ersten Springen der 43. Vierschanzentournee in Oberstdorf. Jens Weißflug aus Oberwiesenthal hatte im zweiten Durchgang ungünstigen Rückenwind. Dauerregen und Windböen in Oberstdorf, aber zum Glück klarten die äußeren Bedingungen auf. Und Jens Weißflug, der Olympiasieger von Lillehammer, der mit einem gehörigen Respekt in die Konkurrenz gegangen war, beherrschte sie im ersten Durchgang klar. Tageshöchstweite von 118 Metern, Haltungsnoten zwischen 19 und der perfekten 20, das war die deutliche Führung. Die deutsche Mannschaft insgesamt stark mit 7 Startern unter den besten 35 im zweiten Durchgang. Da sprang ein bis dahin unbekannter Junior den Weltklasse-Springern auf und davon. Die Rede ist vom Österreicher Rainer Schwarzenberger, einem 17-jährigen Schüler, der ebenfalls 118 Meter weit flog und sich knapp vor den Weltcup-Führenden und Landsmann Andreas Goldberger setzte. Dieter Thoma, 6. im ersten Durchgang, und Gerd Siegmund, 3., konnten ihre Höhenflüge im Finaldurchgang nicht ganz wiederholen und beendeten den Wettkampf auf den Plätzen 7 und 8. Und Jens Weißflug mit einem Fehler im Absprung nur 106,5 Meter. Damit wurde er 3. Ein trotzdem nie erwartetes Ergebnis der deutschen Mannschaft. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 31. Dezember. Ein Tief über Schottland rollte einen dicken Wolkenteppich aus, der von Skandinavien bis zur Biskaya reichte. Im Tagesverlauf wanderte er südostwärts. Damit hatte die Sonne auch